Was gucken wir? 1899, so eine neue Mystery-Serie auf Netflix. Ich kann nicht mehr. Ich geh ins Bett. Ja, ja, ich auch gleich. Okay. Ich bin nur noch, bis die Folge zu Ende ist. Wir haben das hier vor ein paar Minuten von der Reederei erhalten. Sinkship. Wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen. Keine Antwort. Guten Morgen, Hannah. Guten Morgen, Tommy. Heute ist schon morgen? Ja. Also, wenn wir davon ausgehen, dass das heute, was gestern heute war, das gestern von heute ist, dann... Ich habe die ganze Nacht durchgebingewatcht und nichts gemerkt. Meine Lebenszeit, sie vergeht viel zu schnell. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Der mysteriöse, aber gut aussehende Mann im Fernseher hatte recht. Was ist auf der Prometheus passiert? Warum haben sie nur diesen Jungen gefunden? Na, kannst nicht aufhören, was? Doch, kann ich. Aber es ist halt so spannend. Nach dieser Folge. Ja, ja, so sagt man immer. Und da guckt man noch eine und noch eine und noch eine und dann noch eine. Lasst mal ein Like da, wenn ihr das auch kennt. Na und? Man hat halt Spaß. Ja, ich nehme es als Kompliment für die Serie, kein Problem. Aber die Zeit vergeht schneller, als einem lieb ist. Und das Leben ist kurz. Jetzt übertreibst du aber. Ich mache ja gleich aus. Tick, tack, Hannah. Dringend eine Mütze Schlaf. Bist du verrückt? Da verschwende ich ja noch mehr Zeit. Ich habe jetzt ganz dringend was viel Wichtigeres zu tun. Was machst du da? Ich mache jetzt nur noch Sachen, bei denen die Zeit langsam vergeht. Zum Beispiel meditative, ruhige Tätigkeiten. Schritt 1, Zen. Oh, Hannah, kann deine Existenzkrise nicht bis morgen warten? Nö. Aber heute wollen wir noch an der Elbe Tridem fahren. Das ist ein Fahrrad für 3 Personen. Ich weiß. Wie sieht denn das aus, wenn ich da so alleine rumstrampel? Ja, es tut mir leid, Janik, es klingt viel zu spaßig. Und bei Spaß vergeht die Zeit zu schnell. Das heißt, du willst jetzt gar keinen Spaß mehr haben und dich nur noch langweilen? Genau, das ist Schritt 2. Ich werde mich langweilen. Aber ihr sollt das natürlich nicht tun. Deshalb haben wir für euch eine Schnitzeljagd vorbereitet. Nach und nach werden Gegenstände verschwinden. Bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr wissen wollt, wo sie wieder auftauchen. Zurück zur Langeweile. Da brauche ich unbedingt Hilfe bei. Und ich weiß auch schon von wem. Faszinierend. Ja, oder? Tommy, auf dich ist Verlass. Du bist doch beim Tridem-Fahren dabei, richtig? Ist das so ein Fahrrad für... Ja. Oder wir machen nur Sachen, bei denen ich sonst immer sage, dass sie mir zu langweilig sind. Alle Küchenschränke mit einem feuchten Tuch auswischen? Ganz genau. Die neue Folge Renate Tränen der Herzen der Unschuld schauen? Oh, ich sag dir, auf jeden Fall wird Renate was mit dem Metzger Winfried anfangen. Vorausgesetzt, der kommt über seine Ex-Frau Sibylle hinweg. Die würde ihn auf jeden Fall sowieso nur mit Fridolin betrügen. Bin an Bord. Das Tausenderpack Büroklammern farblich sortieren, was ich gekauft habe? Genau in dieser Reihenfolge. Wow. Das wird ein langer Tag. Perfekt. Ihr habt ein Rad ab. Ich gehe jetzt auf Kleinanzeigen coole Fahrradausrüstung holen. Und wenn ich wieder da bin, dann seid ihr am besten zur Vernunft gekommen. Alles klar? Cooler Kompass. Damit navigiere ich zur Übergabe. Adieu! Weiß, grün, gelb, rot. Oh, ich sag dir, rot wird gewinnen. Es sind von allen Farben gleich viele drin, Tommy. Ja, das steht auf der Verpackung, weil niemand damit rechnet, dass wir nachzählen. Hä? Hast du was vergessen? Nee, wieso? Wolltest du nicht zur Kleinanzeigenübergabe? Da war ich doch. Ich war fast eine Stunde weg. Ich habe unterwegs irgendwie den Kompass verloren und mich dann komplett verfahren. Uff, das kam mir viel länger vor. Nein, das waren maximal 5 Minuten. Janik, ich brauche Hilfe! Ja, da sind wir uns einig. Nein, ich meine, ich brauche deine Hilfe. Die Stunde, die ich mit Hannah verbracht habe, hat sich angefühlt wie 5 Minuten. Wenn ich so weitermache, vergeht der Rest meines Lebens. 8 hoch 5 plus 7 mal 3... 18,5 mal so schnell, also in einem Hundertstel der Zeit. Wir müssen was Langweiliges machen. Du meinst sowas wie putzen oder Sachen sortieren? Sehr witzig. Nein, sowas wie Tridem fahren. An der Elbe? Bei dem kalten Wetter möchte ich doch eh keine Sau nach draußen. Da fühlt sich jede Sekunde an wie eine Ewigkeit.
Weißt du was, Tommy? Meinetwegen, weil du es bist. Danke. Jetzt müssen wir nur noch Hannah überzeugen. Stimmt, zu zweit geht das nicht. Wie sieht das denn aus? Oh, die ist ja klein. Wen nennst du hier klein, hm? Die Kerze. Oh. Ach so. Wo ist mein Fächer hin? Keine Ahnung. Aber ich glaube, was Tommy sagen will, ist, dass du doch schon total gut durchgehalten hast und du jetzt mal eine Pause von deinem Kerzengucken verdient hast. Genau. Und was machen wir jetzt zusammen spontan? So ganz spontan würde ich sagen, lass mal Tridem fahren! Okay, ich bin dabei. In 2 Wochen. Denn Schritt 3, um sein Leben zu verlängern, ist auf etwas warten. Wenn man auf etwas Schönes hinfiebert, dann vergeht die Zeit bis dahin ganz langsam. Schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr euch gerade freut. Verdammt, wir müssen Hannah irgendwie dazu bringen, dass sie mit diesem ganzen Zeitquatsch aufhört. Ja, nur wie? Wir können sie ja nicht sabotieren. Das ist es! Warte mal, hast du gerade nicht gesagt? Wir könnten ja so tun, als hätte ich nicht gesagt. Dann los, erzähl Hannah, dass du den Charade-Marathon auf übermorgen angesetzt hast. Und was soll das bringen? Na, die Zeit vergeht doch immer extrem schnell, wenn man irgendwas Unangenehmes vor sich hat. Der Zahnarzt hat angerufen, deine Wurzelbehandlung wurde auf übermorgen verlegt. Auf den Charade-Tag? Gott sei Dank. Ich meine, oh nein. Keine Sorge, Hannah, den Charade-Marathon, den haben wir deswegen auf morgen vorgezogen. Es hat funktioniert. Komm schon, Tommy. Denk lieber mal nach. Wovon vergeht die Zeit noch so richtig schnell? Ich hab's! Prokrastinieren. Prokrastinieren? Ja, es ist Wochenende, du guckst ein Katzenvideo. Pam! Montag. Süß, guck mal hier. Nein, nimm das weg. Muss wieder stehen. Warum ist eine Video? Tommy, das funktioniert nicht. Das ist wie mit Chips essen. Wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Na gut. Oje, Mine, wo ist denn mein Brief hin? Eben lag er noch hier. Ich sage ja immer, ein Briefbeschwerer ist eine super Sache. Da ist ja ein Brief. Meinst du den? Nee, das ist nicht meiner. What is lost will be found? Hä? Vielleicht hat das was mit unseren verlorenen Sachen zu tun? Wenn ihr wissen wollt, wo die Requisiten aus der Serie 1899 gelandet sind, schaut mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da beginnt die Schnitzeljagd. Ich sagte, oje, Mine, wo ist denn bloß mein Brief hin? Das habe ich doch gerade gesagt. Psst, ich rede nicht mit dir. Entschuldige mich kurz. Janik, du hast mir doch gesagt, dass du zu Hilfe kommst, wenn ich mein Codewort sage. Ups, wie war das nochmal? Oje, Mine. Sorry, Tommy, ich habe mich ablenken lassen. Ich komme gleich. Nur noch das eine Level. Ich muss aber ganz schnell etwas Langweiliges machen. Hier, spiel mit. Nee, das ist mir zu... öde? Janik! Du bist ein Genie. Warum bin ich nicht von selbst darauf gekommen? Ich meine, Zocken ist so viel nerviger als Tridem fahren. Ich meine, dieses ganze Piu, 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 Klick, Klick, Klick. Oh, Tommy, weniger schnacken, mehr langweilen. Oh, mit dem Helikopter kann man sogar tauchen? Hammer. Nein, Hannah, du musst stark sein. Konzentrier dich auf die Kerze. Ich hab doch X gedrückt. Ich bin genug. Einatmen. Ja, schon wieder gewonnen. Na, genießt da jemand sein Leben? Ja. Nein. Fühlt sich gut an, oder? Ja, doch, es fühlt sich gut an. Es bringt nichts, die Zeit anhalten zu wollen. Wer lauter schöne Dinge macht, an dem zieht das Leben ziemlich schnell vorbei. Aber wer nur rumsitzt, an dem auch irgendwie. Dagegen kann man nichts machen. Deshalb macht man am besten, was einem Spaß und Freude bringt. Egal, ob das heißt, dass man Sachen nach Farbe sortiert, Tridem fährt oder die neueste Serie in einer Nacht durchschaut. Die Zeit verschwindet. Aber alles andere findet man auf Kleinanzeigen. So, Jungs, worauf warten wir noch? Wir wollten doch heute Tridem fahren. Ja, endlich! Oder wir schauen 1899 weiter, damit ich weiß, was passiert. Oh ja. Du kennst das doch schon alles. Ja, aber... es kann nicht schaden, das nochmal zu sehen. Hanna, schau mal. Ich hab ein Jojo. Willst du auch mal? Ja, klar. Hast du das schon mal gemacht? Nö, wieso?
So ist es immer. Yannick ist ein Naturtalent bei allen Dingen, die wir hier in der WG zum ersten Mal zusammen ausprobieren. Aber damit ist Schluss. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Wie? Nun ja, es gibt also einige Dinge, die Hannah und Yannick nicht über mich wissen.